So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Und das ist der Gegner, Borussia Dortmund 2 nämlich. Wir wollen unsere Tabellenführer behaupten und den Einzug ins Pokal-Viertelfinale vergolden. Wir haben jetzt nochmal 548.000 bekommen, für das ein Geld, könnte man theoretisch sagen, ja, vielleicht kriegst du dann noch einen Spieler verpflichtet. Das wäre natürlich genial. Natürlich, hast du sehr gut gemacht, definitiv, freue ich mich. So, ich guck mal gerade, ob wir noch was in der Jugendakademie holen könnten, weil theoretisch, da ist bisher eigentlich noch nichts dabei, wo ich sagen muss, oder haben wir da noch ein paar Kanäle, haben wir noch, können wir überlegen, Moritz Kaiser, ja, das ist Deutscher, ja gut, okay. Warte mal kurz. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Spieler habe. Ich habe bestimmt immer noch einen Leihspieler, den ich noch nicht verpflichtet habe. Der Wimgas, der wird wahrscheinlich zu teuer sein. Ich will aber den zweiten Stuttgarter hier unten verpflichten. Kaufoption, zieh Grieche weg. Der konnte schon richtig aus. Okay, ich weiß nicht, was der für eine Kaufoption drin hat. Kriegst du bestimmt nicht rein, ne? Nee, warte mal. Zu teuer wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie sieht überhaupt mein Kontostand aus? Aktuelles Budget, Pokal steht so gar nicht mit drin. Okay, dann ist klar, okay. Ist das noch nicht verbucht? Beziehungsweise erst in der neuen Saison. Na gut, jetzt geht es erstmal weiter mit Dortmund als Gegner und danach geht es nach Meppen. So. Ich sollte mal ganz, ganz dringend noch einen Innenverteidiger auf die Bank hauen. Weil Andresen kannst du zum Beispiel beide spielen. Und deswegen muss leider Oshino den Kaderplatz räumen. Weil ich definitiv noch einen Innenverteidiger auf der Bank brauche. Ich habe nämlich sonst keinen. Ja, und übrigens für die Leute, die fragen, warum es mit dem Bus-Simulator nicht weitergeht, ganz einfach. Ich warte immer noch auf den Hotfix, der mir quasi den Abschluss des Spiels macht, weil ich habe das Spiel eigentlich abgeschlossen, aber ich kriege die letzte Mission nicht als erledigt gerechnet. Und deswegen muss ich halt leider momentan noch ein bisschen warten, bis es dann weitergeht. Und Thema DLC, das DLC, was ich gekauft habe, ist tatsächlich für den Bus-Simulator 2018 und nicht für den 21er. Dementsprechend, ja, bis vor es dann weiter mit... Schuss hier mit Seaside Valley geht, müssen wir halt warten, bis der Hotfix kommt. Das ist der Hauptgrund. Aber jetzt zurück zu FIFA. Und dabei ist ja noch ein ganz anderes Projekt gestartet, ne? Es regnet. Das glaube ich halt schon. Kein tolles FIFA, wie gesagt, aber jetzt wir begrüßen Sie dennoch sehr herzlich. Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Zumindest schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Auf, das ist was ist vielleicht irgendwann mal in Zukunft erwartet. Ich will ja den, also Ulrich, den will ich ja verpflichten, definitiv. Der ist ja absoluter Stammspieler da hinten auf der 6. Neben Lataya. Deswegen wird es erstmal dauern.
Na gut, gehen wir rein ins Match. Das Spiel beginnt. Wir in schwarz, gelb und schwarz und der Gegner in schwarz und gelb. Also, auf geht's. Kein Foul, natürlich nicht. Jetzt geht's mal hier aus. Das muss mindestens. Was macht er draus? Das könnte eine gelbe Karte geben. Er hat nämlich gezogen. Da hat der Verteidiger der Gäste nämlich hier ordentlich im Trikot gezogen. Flagge kommt. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Freistoß holt sie noch für wen? Ja, für den Gegner. Alles klar. Ball erobert erstmal. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit den meisten Toren. Was haben wir von denen nicht schon alles für Tore erlebt? Das war schon klasse. Dieses Durchsetzungsvermögen, dieser Drang zum Tor. Und ich glaube, das wird auch heute hier in diesem Heimspiel nicht anders aussehen. Hier stehen die Zeichen auf Erfolg. Ja, es läuft auf jeden Fall mit unserer Truppe. Muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, was wir daraus gemacht haben. Wir sind Tabellenführer. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Warte mal kurz, die Situation im Abwarten. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1. Also der Tabellenführer in dem Pokal, Viertelfinale. Sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, ist ein tolles Tor. Ja, dort das neunte Saisontor. Der hat sich mit dem Eckler so lange sauber aufgewendet. Sie sind so langsam in die Stadt gespielt. Hat auch gegen Hoffenheim getroffen mit dem Tabellenführer. Jetzt gar gut dazwischen. Immer rein. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Oh ja, gut gemacht. Ferreira ein bisschen dazwischen, Morgalla jetzt, Emmerich. Meier. Ja, Meier, gut dazwischen. Der Dortmunder Verteidiger dort. Er sagt dann, ne, an dem spiele ich mal nicht durch. Ja, dann wärst du nämlich, glaube ich, ein 1 gegen 1 gegen den Keeper geworden. Neuenberger. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Der hat lange Sicht, lange gebraucht, wieder durchkommen. Und dann ist es das Wunder, Meier. Sie machen das Tor, jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Es läuft, wenn wir schauen, bei uns. Und zwar gut. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Kontakt. Nürnberger durch auf der Seite. Gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, gut gemacht, Laurin Röhl, der gut dazwischen kommt, das muss gelb geben. Sieht ganz an der gelben Karte aus hier. Der hat nämlich eben schon gezogen alles vor dem 1-0, beziehungsweise vor der Situation. Hier. Gelbe muss es geben. Und jetzt kriegt er die Gelbe. Gelbwürdig, hat sie gut gesehen. Ja, Schiedsrichterin sagt, okay, passt, war ein Foul. Die gelbe Karte war absolut berechtigt. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Und wieder der Verteidiger da mit dem Trikot. Schussversuch. Nochmal 3-0. Abgefälscht. 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Ja, der war auch abgefälscht, das Ding, oder? Aus dem 16er kriegen. Der erste war noch abgelockt, der zweite war abgefälscht. Ah, nee, doch nicht. Sah aus, war eine schöne Bogenlampe, der noch schön oben reingelegt. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Also Dortmund kommt überhaupt nicht rein. Spricht Bände.
Super Technik. 3-0 Ulrich, nächster Ball. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber. Jan George. Ganz kurz, sie kommen jetzt. 4-0. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Ah ja. Der einmal komplett außen rum geht. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. 5-0, 38. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Wieder ein Fehler der Dortmunder, Neuenberger. 16. Saisontor, 16. Saisontor von Bayern. Auf außen ist Platz. Mal gucken, ob der auch nochmal die Nationalmannschaft rufen würde. Da haben sie die Chance. Oh, fast der Fehler vom Keeper da. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne, Buschi. Ist eigentlich alles optimal gelaufen. Sieht sehr gut aus. Die zeigen eine hervorragende Leistung, da stimmt alles. Die Laufbereitschaft, die Chancenerarbeitung, die Chancenverwertung. Oh, jetzt haben sie die Chance. Na ja, ein Latteier, Entschuldigung. Den Ball ab, aber Szene geht weiter. Neuenberger. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Ja, da wollte ich ein bisschen zu viel. Pause in dieser heutigen Partie. Die Gastgeber sind also in Führung. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Und dann holst du dir auch den Sieg in so einem Spiel. Wir müssen noch abwarten, aber die Führung ist deutlich. Ja, die spricht auf jeden Fall ziemlich Bände. So, kurz mal gucken, was die Konkurrenz macht. Die spielt dann aus der Brücke gerade auf 0-0. Das heißt, stand ich jetzt ganz 4 Punkte. Bin ich richtig gerichtet? Ja, zwei müssen vor dem Spiel gewesen sein. Genau, eine Rückfahrt, dann Sieg gegen 60. Naja, passt auf jeden Fall. Machen Sie gut, Steilpass. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen. Schiri sagt Abseits. Und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt, dann ist die Chance. Oh, die Flanke klärt auch fast durch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ich habe Ulrich, ich habe sogar 2 Jahre geliehen. Daher ist der vorne den Ball. Das Foul wird natürlich abgefüllt. Sie nehmen den Wechsel vor. Also wie Dortmund wechselt, wie wechselt ebenfalls. Da kann er erstmal klären. Und so kann man sich ein bisschen rauskombinieren. Dortmund hat er den Freischuss. Da sehen wir es wieder. Da haben sie die Chance. Kurze Distanz. Kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ja, doch, geht raus. Ja, dafür wollen wir noch dieses 0-5. Also 5-0 für uns. Er
Er verliert da den Ball. Ja, schade. Oh, das ist die Chance Dortmund. Super gehalten. Ui, was für eine Ball. Da hat er unser Keeper. Wie ist das jetzt? Gerade bei 16 oder 17, ne? Das ist einer unserer Talente. Aber der hat sich da super gemacht. Hat überzeugt bisher. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Na, schönes Ding. Magalla eigentlich in Verteidiger. Und jetzt geh. Jonas Stammer, würde ich sehr gerne halten. Jetzt bringen sie die Flanke rein. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Was für eine Chance. Naja. Das war die Chance auf den Dreierpack. Ja, hier vergibt er, aber ist natürlich trotzdem ein klasse Spiel von ihm. So, das ist, glaube ich, der letzte Wechsel sogar schon. Weil es gab ja 5 Wechsel, ja, aber 3 Wechselperioden. Meier. Den hat er förmlich geahnt. Papa Doppelaus mit dem Fehler der Grieche. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Und das ist Leben, ja. Der das Ding hat uns kurz problemlos in den Kontext gemacht. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2, 3 Fragen gefallen lassen müssen. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Na ja gut, wir müssen halt gucken, dass wir vielleicht, wenn wir ja den wie die neue Saison, also wenn wir dann wirklich aufstellen sollten, oder? Wir müssen zur neuen Saison brauchen wir eine neue Flügelzange. Weil beide Leihspieler, die auslaufen. Einzig bei Eckloff ist es klar, dass er bleibt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Aber wir werden doch schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Szene. Jetzt der Ballverlust. Ja, der eigene Ballverlust da hinten in der Verteidigung. Tor für Dortmund. Eberwein, 1:6. Das war mein eigener Fehler, denn das muss ich mir selber greifen. Da habe ich ein bisschen zu. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben das ist ein bisschen zu locker angehen lassen. Ich glaube, ich kriege das schon ohne Probleme gelöst. Aber. Aktuell Spielstand. 1:6, nur noch. 6:1. Ah, Hober, der macht das gut gegen Limnios erstmal. Der sagt jetzt erstmal Stopp. Sie rücken schön nach, bieten sich an. So, mal Frage, was Dortmund jetzt versucht kann. Da zieht er ab. Gute und Szene. Aber Pfosten. Der geht vom Außen 83 Minuten. Dortmund macht jetzt ein bisschen auf. Zu 0 wird nicht. Leider. Ich habe aber wieder ganz zu 0 gespielt. Aber der ist Blick halt so. Zur Uhr. Noch 7 Minuten. Flanke geht rüber. An den langen Pfosten. Und das ist der Ballverlust. Ja. Jetzt ein Pass zum Gegner. Paar Minuten bleibt bei Lesko beim letzten Tor. Gute Aktion jetzt. Gutes. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt nochmal Meier. Ja, der. Aber. Doch nochmal Meier. Klasse Chance. Meier. Gehalten. Meier. Und 7. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Zumindest gehört es doch noch irgendwie das letzte Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance ist noch klasse pariert. Den ersten konnte noch halten, den zweiten konnte nichts mehr machen. Die nächste Chance und die wird genutzt. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Das war natürlich eine herausragende Leistung.
Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. Schussversuch. Jetzt kann das Tor fallen. So, Aufgabe mit Bravour gelöst. Ich muss gerade zugeben, ich habe gerade nicht gesehen, wie 60 gespielt hat. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. So, die Serie bis auf dieses Unentschieden in Saarbrücken haben wir bisher die letzten Spiele nur gewonnen. Neun Spiele, ja. Ja, keine Ahnung. Es läuft halt momentan einfach, ne? Danke für diese kurzen Aussagen. Ja, Fakt ist, dass wir die Aufgabe gelöst haben. Wir sind durch. Nächster Gegner ist Meppen. Genau, Meppen auswärts. Wir sind jetzt 4 Punkte vor. Ingolstadt ist tatsächlich sogar noch ungeschlagen. Tatsächlich? Na gut, der macht unentschieden, ne? Unabhängig davon. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir denn da waren. Ja, das werden wir so in der nächsten Folge an. Dann geht's gegen Meppen. Und hoffen wir mal, dass unsere Serie weiterhin hält. Bis dahin und ciao.